Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück zu IQ-Ren. Yeah, immer noch von der Couch. Wie gesagt, diese Videos für die Woche nehme ich halt von der Couch auf. Ja, heute geht es mal um das Thema, wie wichtig sind mir eigentlich Statussymbole? Ja, als erstes muss ich natürlich anfangen, was genau bedeutet eigentlich das Wort Statussymbole? Also damit meine ich halt so Dinge wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine Rolex oder von mir aus auch ein iPhone oder so oder halt teure Autos. Ja, also alles, was man sich quasi kauft oder halt teure Klamotten, also alles, was man quasi trägt, wenn man halt zeigen möchte, Digga, ich hab Geld und ich bin was Besseres als du. Ja, also ich muss sagen, an sich sind so Statussymbole für mich eigentlich jetzt nicht unbedingt irgendwas Wichtiges so. Ich denke mal, das kommt auch so ein bisschen daher, also meine Mutter, wo ich bei ihr gewohnt habe, hatten wir generell auch nicht so viel Geld zur Verfügung, als dass wir jetzt großartig sagen konnten, jo, wir gehen jetzt einkaufen, wir prallen wieder ein bisschen mit unserem Geld oder so. Und bei meinem Vater war es zwar so, dass der schon einiges an Geld hat, aber halt nicht damit umgehen konnte, weil auch der richtig alte Autos und so weiter gefahren ist, obwohl der halt eine ziemlich hohe Stelle hat. Also ich verstehe auch nicht, was der falsch macht, um ehrlich zu sein. Und ja, aus dem Grund habe ich es quasi auch nie so vorgelebt bekommen, dass quasi so gewisse Statussymbole oder sowas wichtig sind. Und ich persönlich verstehe es zum Beispiel halt auch überhaupt nicht. Also klar, ich trage jetzt zum Beispiel Schuhe, die kosten über 100 Euro, aber ich muss auch sagen, die haben mir halt auch wirklich gefallen so. Also ich gehe damit jetzt nicht so rum und zeig so, Digga, guck dir meine Schuhe an, hallo, Schuhe, so, sondern ja, ich trage die halt einfach, weil mir die halt selber gefallen haben. Na, wir sind wirklich am Schaufenster lang gegangen, ich habe gedacht, ja, die möchte ich haben, dann war die halt ein bisschen teurer, okay, aber ja, die haben mir halt, also die fand ich halt einfach hübsch. Das Ding ist, dass ich halt bei vielen Sachen gar nicht so wirklich den Sinn darin sehe, da jetzt so richtig viel Geld irgendwie reinzubuttern. Also zum Beispiel bei Handys könnte ich immer wieder heulen, wenn ich mir so ein richtig teures Handy geholt habe. Also ich habe ja selber das Google Pixel 2 XL und das kostet, glaube ich, auch über 1000 Euro oder so, wenn ich mir das jetzt so gekauft hätte. Ein Telekom-Vertrag hat es ja, glaube ich, 99 Euro unter den Vertrag gekostet. Ich finde, das geht noch. Aber auch da ist halt irgendwo so das Ding, normalerweise braucht man es halt einfach nicht. So, ich meine, ganz ehrlich, ihr werdet auch alle ein iPhone haben zu Hause. Viele von euch wahrscheinlich sogar eins der neuesten zwei oder drei. Was macht ihr, dass ihr die Leistung des Handys halt wirklich braucht? So, also ich meine, ganz ehrlich, ich würde mich wahrscheinlich auch mit einem iPhone, keine Ahnung, 4 oder 3 schon zufrieden geben, weil viel mehr als WhatsApp und ein, zwei Apps benutze ich halt gar nicht so. Ne? Aber trotzdem gibt man halt alle 2, 3 Jahre für so ein Flaggschiff von irgendeiner Firma 1000 Euro oder mehr dafür aus. Beziehungsweise iPhone übertreibt es ja sowieso mit 2000 Euro oder 1500 oder wie auch immer, was natürlich komplett übertrieben ist. So, also ich persönlich muss jetzt selber zugeben, wenn ich jetzt Millionär wäre, ja, also wirklich Millionär und ich hätte wirklich Geld im Überfluss, dann würde ich mir auch das neueste iPhone holen. So ganz ehrlich, einfach weil das quasi in unserer Gesellschaft so als cool angesehen ist und man ist natürlich auch so ein bisschen in dieser Gesellschaft gefangen. So, wenn ich mir zum Beispiel ein iPhone oder so kaufe, dann habe ich selber das Gefühl, ich habe es erreicht. So, das ist nicht mal so, dass ich damit anderen zeigen möchte, dass ich was erreicht habe, sondern einfach für mich persönlich, für mein Gewissen wäre das halt so geil. Ich kann mir das einfach so kaufen, das können nicht viele, das ist was ganz Besonderes, ich bin cool, so quasi halt. Ich muss zum Beispiel sagen, auch mit meinem Auto. Also ich bin ja 23, ich fahre ja A6, Baujahr 2015, also das war schon relativ teuer. Also auch so, wenn ich so in der Straße gucke, ich halt immer so rum, okay, was für Autos fahren die Leute eigentlich so, muss ich schon sagen, dass ich wahrscheinlich zu den teuersten 20% der Straße gehöre, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ne? Das ist, ich weiß es natürlich nicht, ist jetzt so das, was ich so im Gefühl habe. Und auch da habe ich schon so richtig viele Szenen gehabt, wo so Leute mir mehr oder weniger Props für mein Auto gegeben haben. Ne? Ich war ja letztens in Soest bei der Kirmes und wir haben dann nochmal zwei Freunde in die Stadt gefahren und da kam auch einfach einer zu mir, jo, Digga, geiles Auto, einfach so. Und das sind natürlich Dinge, die freuen mich natürlich irgendwo. Ne? Also weil ich habe mir das Auto ja irgendwo erarbeitet und natürlich lobt er halt in dem Moment das Auto, aber ich weiß genau, ja, meine Arbeit trägt quasi Früchte, indem ich mir sowas leiste und andere sehen das so. Weißt du, ein bisschen über ein Dreieck müsst ihr denken so. Oder auch eine andere Szene war halt geil, wir waren zum Beispiel in so einem Parkhaus und ich gehe halt gerade zum Auto und schließe es halt gerade auf, also ich muss ja nur auf den Schlüssel drücken und da war halt gerade so eine Familie in einem älteren Auto so und die Frau steigt halt gerade aus, hilft halt gerade so dem ersten Kind und die hat wirklich so richtig so neidisch traurig mein Auto angeguckt, hat dann so auf sich und ihre, also auf ihr Auto und auf ihre Kinder geguckt und dann nochmal so auf mich und mein Auto so. Und dann war die so ein bisschen niedergeschmettert so. Ist natürlich mies für die Frau, keine Ahnung, ne, aber für mich ist das natürlich so ein Punkt, also wo man sagen kann, okay, krass, selbst so eine ältere Dame, sag ich mal, ja, die ja beneidet mich vielleicht so ein bisschen dafür, was ich habe. Also mir persönlich ist sowas halt nie wirklich wichtig gewesen, weil ja, ich bin einfach so, wie ich bin. Ich liebe Audi einfach so. Ne? Also mir wäre es im Endeffekt egal. Ich würde mir wahrscheinlich, wenn ich das Geld hätte, auch kein Lambo oder so kaufen. Ich würde Audi treu bleiben. Dann würde ich halt eine R8 oder sowas fahren. Weil wie gesagt, also mein Opa war Audi-Fan, mein Vater ist Audi-Fan. Ich muss einfach Audi fahren. So. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Das muss einfach sein. Ja, und da möchte man natürlich auch schon was Schickes fahren. Nee, aber solche Sachen, sage ich mal, man wird natürlich schon damit wahrgenommen. So gerade auch in meinem Alter. Ne? Klar, das, was ich mache,
Das kann natürlich nächstes Jahr weg sein. So, ich will jetzt nicht sagen, ja, ich bin was viel Besseres, aber ich habe mir das schon alles aufgebaut. Das kann auch morgen alles weg sein. Spätestens zu Artikel 13. Nicht wissenswert. So, aber ja, trotzdem ist es natürlich so irgendwo schon, ja, irgendwo doch auch ein bisschen cool. Ich denke mal, so ist auch jeder Mensch, dass man sich freut, wenn man quasi für das so ein bisschen auch, ja, so, naja, nicht unbedingt gelobt, aber wenn so andere so anerkennen, okay, der hat halt zumindest was, sowas erreicht. Und diese Statussymbole sind ja so das erste Ding, wo man das quasi so sieht, sage ich mal. Aber wie gesagt, für mich ist das jetzt auch nicht sonderlich wichtig so. Ich fahre jetzt nicht absichtlich mit meinem Auto durch die Stadt und sag so, den habe ich mir gekauft, so, ne, damit die Leute jetzt irgendwie so, keine Ahnung, dann neidisch sind, sondern, ja, also ich wollte das Auto ja sowieso haben. Ich habe es mir nicht geholt, weil ich halt ein Statussymbol wollte, sondern weil ich mir einfach selber mal was gönnen wollte und ich liebe Audi. Ja, und das musste dann halt einfach mal sein. Wie gesagt, und das ist ein Firmenfahrzeug, das heißt, ich zahle dafür sowieso richtig wenig Geld im Endeffekt. Also es ist, ja, keine Nullnummer, aber ich sag mal, ich bezahle wahrscheinlich so viel wie jemand, der, ja, für sein, vielleicht nur halb so gutes Auto hat, vielleicht die Hälfte oder so spare ich ein bisschen mehr, irgendwie sowas halt, ne, ist auf jeden Fall okay. Ja, für mich ist es halt aber auch so abgesehen davon halt nicht wirklich wichtig, dass die Leute halt sehen, so dass ich Geld habe. Also wenn ich zum Beispiel mir auch so einige YouTuber angucke, ja, weiß ich nicht, mit ihren Rolex-Uhren und so weiter, also ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich so auch Millionen und so weiter hätte, wie gesagt, dann würde ich mir so Dinge wie eine Rolex, würde ich mir auch kaufen, so. Aber ich glaube, viele kaufen sich das auch, sobald sie halt einmal das Geld haben, und zwar nicht, weil sie die Uhren cool finden oder das als Wertanlage haben wollen oder so, sondern einfach, weil sie sich sagen, ich kann es mir jetzt leisten, ich will damit angeben, guck mal, ich habe mir eine Rolex gekauft. Also habe ich so ein bisschen das Gefühl, so gerade dieses YouTube-Ding ist ja so, also viele YouTuber, gerade große YouTuber, sind ja sehr oberflächliche Menschen, also zumindest einige, ne? So viele Lifestyle-YouTuber und so weiter, da siehst du ja, bei denen geht es nur ums Aussehen, bei denen geht es nur darum, was die tragen und was sie halt besitzen und so. Und ja, gerade solche Leute kaufen sich dann halt einfach solche Sachen, damit sie quasi den anderen zeigen können, jo, guck mal, das konnte ich mir halt jetzt leisten. Und dadurch zieht man sich so eine oberflächliche Gesellschaft so ein bisschen mit nach oben, weil die Zuschauer, die das gucken, denken sich natürlich, jo, Digga, ich muss auch, sobald ich Geld habe, unbedingt in sowas rein investieren. So, und ja, was Klamotten angeht, also ich meine, ja, also so wie ich hier sitze, erzählt es eigentlich schon Bände. Also ich trage so eine 20 Euro Jogginghose von Real. Nicht mal unbedingt, weil ich die krass geil finde, das ist halt so eine Standard-Assi-Jogginghose, würde ich jetzt sagen, das tragen so als Firmenfänger, sondern die ist übelst bequem. Also das ist mit die bequemste Jogginghose, die ich je hatte. Das Doofe ist immer nur, so Jogginghosen werden irgendwie so gebaut, dass alle Sachen aus den Taschen rausfällt. So, ja? Also die saßen zusammen, haben die so entwickelt, so, ja, sollen wir Taschen machen, wo auch, wenn du dich hinsetzt, alles drin bleibt? Nein, Digga, die Leute wollen, dass alles aus den Taschen fällt, so, das ist ein bisschen nervig. Dann trage ich halt so ein T-Shirt, das ist sogar genäht. Das habe ich, ich weiß gar nicht, wieso das kaputt gegangen ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das war mal mit meinen Schienbeinen schon dann, glaube ich, in der Waschmaschine. Und dann hat es da so lang gerissen, irgendwie der Klettverschluss oder so. Und ich trage halt so eine Jacke von Into the M. Die immer noch cool ist, immer noch 10% mit dem Code KuchenTV, unterstützt durch Produktplatzierung. Ich kriege Geld, wenn ihr das kauft. Das ist natürlich jetzt auch kein krasses Outfit, so auch generell muss ich aber auch zugeben, also seitdem ich auch jetzt so ein bisschen mehr verdiene, bin ich zum Beispiel auch mal ins Outlet gefahren, also das Outlet in Wolfsburg, also Outlet kennt man ja generell, da sind die Sachen halt relativ teuer, günstig natürlich, im Gegensatz zu den normalen Preisen, da habe ich zum Beispiel auch schon so insgesamt 500 oder 600 Euro ausgegeben innerhalb von einem Jahr oder so, also es ist für viele wahrscheinlich ziemlich wenig, für mich ist das, was Klamotten angeht, aber unglaublich viel Geld, weil ich das wahrscheinlich in meinem ganzen Leben vorher nicht ausgegeben habe, ja, also ich bin, was Klamotten angeht, wie gesagt, also das Ding habe ich jetzt auch schon 2-3 Jahre, aber ich finde, solange es heile ist, kann ich es halt noch tragen. So, ne? Oder auch das Into the M-Ding, ich weiß gar nicht, wie lange ich Into the M schon für die Werbung mache, aber ich glaube so 1,5 Jahre oder so. Und das ist eins der ersten Sachen, die ich mir gekauft habe. Und trotzdem trage ich das noch so, ne? Weil es ist halt, sieht halt noch, finde ich, okay aus. Wie gesagt, ich feiere dieses Base-Ding nicht mehr so richtig, aber ich finde, das ist noch so schwarz, ist noch so ein bisschen. Das ist nicht so knallig so. Das kann man, finde ich, noch tragen, ohne dass du jetzt wie so ein Stern rumläufst oder so. Ja, und im Grunde finde ich, muss man da, wie gesagt, halt einfach sagen, mir ist sowas zum Beispiel halt auch nicht wichtig, aber ich habe mir auch ein paar Sachen von Lacoste oder so zum Beispiel halt gekauft, ne, oder Tommy Hilfiger oder so, aber die trage ich halt auch relativ wenig. Also gut, das sind auch zum Beispiel irgendwelche Polohemden oder so, die trägst du natürlich eher im Sommer, aber auch jetzt. Ich gucke nicht in meinen Schrank und sage jetzt, ich muss zwangsweise unbedingt jetzt diese Markenklamotte antragen, damit die Leute irgendwas von mir halten, so. Also ich persönlich finde es sowieso eigentlich geiler, wenn du wirklich so wie so ein Assi rumläufst und jeder denkt so, ja, der geht zu seinem Opel Corsa aus dem Baujahr 95 so und dann geht einfach der A6 auf, so, weißt du. Das ist halt, finde ich, viel cooler. Das hat nochmal so diesen so keiner glaubst-Stil, so, weißt du, das ist nochmal viel cooler. Und ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, für mich sind Statussymbole halt etwas, was ich persönlich einfach nicht brauche, weil es macht dich als Mensch halt auch einfach nicht besser so. Das muss man halt auch noch dazu sagen.
Na, also selbst wenn ich jetzt das neueste iPhone habe, wenn ich jetzt ein Lamborghini habe oder so, dann bin ich kein besserer Mensch als jemand anderer so. Und ich bin genauso viel wert wie der andere Mensch. So. Und deswegen sind für mich so Statussymbole eher so eine Sache für mich selber, ist das so eine Kopfsache einfach so. Ich kann mir das jetzt leisten, weil das sind auch alles Dinge, die konnte ich mir früher nicht kaufen. So. Ja, also ich weiß noch, ich wollte mit meiner Mutter, wir hatten mal im Schloss, hatten wir so einen Lacoste-Laden und der hat so Ausverkauf gemacht, weil die sind dann da irgendwie rausgegangen. Und da habe ich meine Mutter auch gefragt, jo, ich hätte gerne mal was von Lacoste, wollen wir da mal gucken. So, ne? Und dann sind wir da reingegangen und meine Mutter hat das erste Preisschild gesehen, wir sind rausgegangen. Instant, da war ich irgendwie 13 oder 12 oder so, weil das halt trotzdem irgendwie noch 70 Euro gekostet hat. Das war damals halt einfach nicht drin. Und für mich sind solche Sachen halt jetzt einfach so, dass ich es mir erarbeitet habe, dass ich mir sowas leisten kann. Also zumindest so kleine Klamotten aus dem Outlet. Ich bin jetzt keiner, der jetzt 10.000 Euro dafür ausgibt oder so. Ne? Aber das ist für mich halt einfach so eine eigene Kopfsache, dass ich mir selber sagen kann, jo, ich kann es mir jetzt leisten, ich wollte es damals haben und dafür hole ich es mir halt jetzt. Aber wer sich wirklich mit solchen Sachen wie einem iPhone oder sowas profiliert, der ist einfach nur behindert. Und damit, okay, thanks, bye. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Jo.